Die Schlacht kann weitergehen. Willkommen wieder zurück, Leute. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Die Lage spitzt sich teilweise etwas zu. Aber zumindest scheinen wir noch recht sicher insgesamt zu sein. Sind wir mal gespannt, ob das ganz gut hinhaut. Aber ich meine, wir haben so viele Einheiten, die Dörfler sind immer noch in Sicherheit. Ich glaube, deinem Hauptziel wird es nicht unbedingt so schnell scheitern. Sind wir einfach mal gespannt. Hier leider haben wir ein größeres Problem, da wir sehr ineffektive Einheiten gerade haben an dieser Stelle. Das könnte mächtig, mächtig reinhauen. Ist noch nicht so ganz abzusehen, wo das hinführen soll. Eventuell werden wir also auch dieses Dorf kurzfristig mal aufgeben müssen. Aber wir werden sehen. Ich denke, insgesamt sieht die Sache doch nicht so übel aus. Aber es ist ein verdammt langes Kapitel bisher, meine Güte. Nun gut, als allererstes würde ich sagen, ballern wir mal diesen Schütznocker um. Da ist auf jeden Fall schon mal drin. Erstmal alle Sachen machen, die auf jeden Fall eindeutig umsetzbar sind. Und unten brauchen wir halt am besten, ja, was weiß ich, Pikaniere oder so wären ganz praktisch mal wieder. Und da haben wir so ein ganz anderes Problem, ne? Da haben wir schon sehr viele Einheiten, die ja krass am Leiden sind. Trotzdem denke ich, dass wir keine großen Schwierigkeiten insgesamt bekommen sollten. Wir sehen mal. Ich denke auch dieses eine Dorf dort, da sind wir immer noch so beschäftigt mit unserem Cäsar. Wir können ja so eine richtig schöne Schleife bauen, quasi immer hin und her wechseln. Das hat bisher ganz gut geklappt, aber wir sind hier noch bei weitem nicht durch. So allmählich wäre es ganz sinnvoll, sich vielleicht mal zu heilen auch. Aber baue hier mal die Umgebung auf, dass das auch funktioniert. Das ist nämlich auch nicht so leicht. Ei, und Dörfer einnehmen mit diesen Einheiten ist immer ein bisschen ein Problem, wie wir inzwischen wissen. Etwas heikel leider. Der hier ist relativ angeschwächt. Und ansonsten sollten wir, glaube ich, wirklich einfach einen Rückzug wagen. Ich meine, wir haben ja viele Einheiten bauen können bisher. Und ich glaube wirklich, das wäre fast das Sinnvollste, dass wir uns da so ein bisschen reinhängen. Da geht es wahrscheinlich gleich Richtung Dorf los, denke ich mal. Wenn die Harpy allerdings jemanden angreifen kann, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie direkt nach oben fliegt. Weil die würden sich ja nicht wehren können. Ich denke nicht, dass die sofort aus dem Spiel nehmen würde. Ich probiere es einfach mal. Extra quasi mal wieder gebaitet. Okay, oben sind jetzt inzwischen so viele von diesen Magiern. Das ist schon erstaunlich. Wir könnten aber hier, glaube ich, ein Kreuz ganz gut reinlegen, ne? Wenn wir das so machen. Das finde ich auch witzig, ne? Du siehst ja hier diesen großen Range. Aber ich meine fast. Ja genau, steht ja hier auch nicht direkt da. Ich weiß gar nicht, ob es nicht hier sogar. Jetzt, selbst hier steht es nicht dabei, ne? Ja, hier, also das mit dem Kreuz wird tatsächlich nirgendwo beschrieben. Das ist echt witzig. Das muss man quasi rausfinden. Das wurde mir nochmal geschrieben. Und ich finde das schräg, das steht halt echt nicht drin anscheinend. Ich meine, das war auch nicht Teil des Tutorials, dass du jemanden auf Distanz heilen musst quasi. Deswegen ist das ziemlich schräg, aber nun gut, wie auch immer. Anscheinend sind die Einheiten zumindest etwas flexibler, was das betrifft. Trotzdem haben wir erstaunlich wenig Damage, was wir da rausprügeln können. Es geht, aber es könnte halt auch um einiges besser sein. Trotzdem, wir müssen hier mal allmählich vorankommen, das merkt man schon. Und ich denke, wenn der jetzt noch weiter angeschwächt ist, sieht die Sache doch ganz gut aus. Ich meine, wir haben jetzt einen vollgehielten Alchemisten hier rumstehen. Der macht auch erstmal ganz gut Schaden. Jetzt ist der hier zumindest mal auf 3 unten. Meine Güte. Geht das denn noch? Ich müsste durch das Dorf eigentlich durchkommen, ne? Das hier sind ja 2 Bewegungskosten. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Müsste eigentlich schon gehen, ne? Wenn er mit 7 ihn umboxen kann, das glaube ich. Daran zweifle ich so ein bisschen gerade. Auf der anderen Seite. Ritter könnten wir natürlich unten gebrauchen. Aber wir müssen vor allem die Dorfbewohner wegschicken. Wenn wir hier einigermaßen klarkommen wollen. Der hat sich bisher komplett zurückgezogen. Die Festung, die regeneriert sich auch wieder, ist auch kein Thema. Das haben wir ja soweit unter Kontrolle gebracht eigentlich. Aber sobald dann vor allem dieser Golem hier anmarschiert, dann wird es wirklich eng für uns.
Wir können noch einmal besetzen. Ich denke, das ist ohne Probleme möglich. Und den hier werde ich so schnell wahrscheinlich auch erstmal nicht los. Aber ich glaube, das kann uns erstmal wirklich relativ egal sogar sein. Idealerweise wäre es halt, wenn ich hier irgendwie einen Groove mit starken Einheiten dann hätte. Ich weiß nicht, das dauert ja... Naja, doch, erst ab 2.20. Das wird schon noch eine Weile dauern. Wenn wir noch ein bisschen durchhalten, klappt das schon. Aber es zählt auch wirklich nicht mehr so viel. Ich glaube, den Ritter würde ich auch ganz gerne erstmal zurückziehen. Einfach, weil da unten ist halt noch ein Dorf. Vielleicht kommst du jetzt, du kommst ja da gar nicht ran zum Beispiel. Und selbst wenn dieses Dorf jetzt mal kurz verschwindet, auch das wäre nicht so schlimm. Den Ritter könnte ich unten ganz gut gebrauchen. Und da sind die Verluste halt wirklich derbe. Ob ich das mit mir machen lassen möchte, ist eine gute Frage. Wohl eher nicht, ne? Das wäre sonst schon ein bisschen zu fatal. Aber wenn wir uns hier in Richtung des Dorfes einfach aufhalten, ohne jetzt zu kampieren direkt, das können wir dann schön danach machen oder so. Ich baue lieber noch jemanden nach unten aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich denke, ein Pikenier sollte schon genug Schaden machen, dass wir da ganz gut vorankommen, trotz allem. Das wäre so die günstige Lösung. Wenn ich nicht sogar den Tribok einfach nach unten stelle. Weil die kommen da jetzt auch nicht gleich reingestürmt. Genau, wir können jetzt damit angreifen. Wenn ich jetzt hier ein Kreuz bauen würde, wäre es natürlich so, dass ich wahrscheinlich sofort... Ich könnte dann wahrscheinlich sofort ihn erledigen, ja. Das wäre, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Zudem wir hier halt so viele Alchemisten haben, die alle davon profitieren. Wäre wahrscheinlich ganz klug, denke ich mal. Ja, das machen wir auch so. Ja, guckt euch das an, das sieht doch schon besser aus. Und schon können wir ihn umboxen. Sagen wir jetzt nicht super niedrig. Würfeln für die 10%. Ja, gut. Ist doch schön. Dann geht doch ein bisschen was, ja? Doch, durchaus. Auch wenn wir wahrscheinlich hier einen Hund halt opfern müssen, aber mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5. Der kommt hier noch nicht rein. Die Sache passt also erstmal. Denke ich mal. Und so ein Tribok sollte so viel Schaden machen. Wenn der Ritter dann frisch kampiert nach unten rennt, sollte auch das klappen. Denke ich mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kann er maximal gehen. Bis halt zu 7, bis hierhin. Aber lohnt sich das überhaupt? Also ich weiß nicht, weil der hier ist natürlich auch noch da. Und dann sollten wir das eher so machen, denke ich. Genau, wir verlassen auch das mal kurz. Das ist auch völlig in Ordnung, denke ich. Da sollte uns erstmal nicht so viel passieren, tatsächlich. Und der hier steht natürlich auch noch rum. So, pass auf, jetzt greift der eventuell das Dorf an. Eventuell greift er auch den Hund an. Sollte er den Hund angreifen, würde er hier stehen. Wir haben hier einen Range von 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kann ich sogar nach oben gehen mit dem Tribok. Wenn der jetzt jemanden von euch angreift. Wir stehen hier. 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste doch reichen, oder? Oder habe ich mich jetzt verzählt? Wir gehen es nochmal kurz durch. Das muss sein, die Geduld. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Na, nicht ganz. Nee, also da könnte er angreifen und wir würden ihn dann nicht mehr auf dem Schirm haben. Ja. Genau, wir müssen dann den Angriffsrange auf 5 rechnen. Nicht die Bewegung mit reinrechnen. Da haben wir dann nun mal 1, 2, 3, ups. 1, 2, 3, 4, 5. Und da stehen wir dann, genau. Ich glaube, so gesehen ist halt die Frage, ob er überhaupt den Hund angreift. Er würde ihn halt direkt rausnehmen. Und ich denke schon, dass die KI klug genug ist, das zu realisieren auf der anderen Seite. Dann stellen wir dich mal damit runter. Ein Alchemist sollte sich zurückziehen. Die Pikeniere oben, die sind, glaube ich, auch gleich ganz gut aufgestellt. Das sollte einigermaßen gut funktionieren können. Dann würde ich den Hund jetzt fast mal wegstellen, dass wir da ein bisschen sicherer sind. Der dürfte ja auch ordentlich weit kommen. Auch wenn es witzig ist, dass ihr tatsächlich euch nichts nehmt dabei. Aber denen da will ich natürlich entkommen, das ist klar. Und ich meine, der kann ja jetzt selbst jetzt den Hund nicht ganz ausschalten. Ich ziehe mich mal zurück in dieses Wäldchen hier. Ich glaube, es ist schon in Ordnung. Und sobald dann die Pikeniere kommen und so, dass wir da auf jeden Fall mal ready sind. Und uns einfach mal reinstellen können.
Da könnte er noch angreifen, allerdings glaube ich nicht, dass er bei einem Crit noch großartig Schaden machen kann. Jetzt, wo ein Alchemist in der Nähe steht, glaube ich, können wir das schon wagen. Sollte in Ordnung gehen. Wie gesagt, die Dörfer sind ja nicht das eigentliche Ziel, wir müssen die Dorfbewohner schützen. Ist ein Unterschied. Okay, okay. Und schön locker angehen lassen. Keine Fehler machen. Wenn möglich, dann klappt das schon. Die Harpie kommt natürlich noch sehr, sehr weit. Das ist ein bisschen nervig. Ich hoffe jetzt wirklich, dass sie nach oben rennt. Wir werden sehen, wie sie sich entscheidet. Ihr könnt ja keine Flugeinheiten abwehren. Es geht wirklich nur auf normale Bodeneinheiten, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Steht zumindest jetzt nicht dabei. Ich glaube, Flug steht auch extra dabei, ne? Oh, das ist eigentlich interessant sogar. Weil normal benutzt man dafür eine Balliste, das ist mir schon klar, aber ich habe noch nie nachgeguckt. Nee, da ist auch alles ausgegraut. Da geht nichts. Alles klar, aber ist eigentlich auch logisch irgendwo, dass ein Tribok dafür nicht geeignet ist. Genau, jetzt wo der Golem dann da oben steht, so allmählich sollten wir vielleicht das Tribok einfach mal dorthin schaffen. Und vielleicht so, dass wir noch das Dorf in Reichweite haben. 1, 2, 3, 4, 5. Also hier neben den Hund. Also nicht ganz neben den Hund, sondern hier hin. Dass wir zur Not auf Maximalreichweite nochmal draufballern können. Wobei, ganz im Ernst, wir haben da so viele Alchemisten. Eigentlich sollte ich ein Feld weitergehen schon. Solange du da nicht hinkommst, passt ja auch alles, ja. Nur, dass wir da mal wirklich sehr viele Einheiten haben. Da wird es nochmal eventuell ein bisschen brenzliger. Während wir da unten, glaube ich, schon alles unter Kontrolle halten sollten. Wir werden sehen. Und jetzt können wir natürlich noch unsere Einheit ausbilden. Da meinte ich ja, ein Pikenier an der Stelle wäre wohl ganz angebracht. Den Alchemisten da drüben habe ich einfach abziehen lassen. Das war, denke ich, auch ganz sinnvoll. Ja, wir haben auch gar nicht mehr genug Geld. Ist auch in Ordnung erstmal. So, je nachdem, wie du dich entscheidest. 1, 2, 3, 4 oder 5. Du nimmst wahrscheinlich eh wieder das, was sicherer für dich ist. Also brauche ich gar nicht erst zu gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn ich jetzt auf der Straße hier wäre zum Beispiel, wäre es okay, aber mehr kann ich dann auch nicht machen. Kann ich mal probieren, aber wahrscheinlich, so wie ich die KI einschätze, werden die sich wieder ein bisschen anders entscheiden. Ich stell dich mal noch ein Feld nach da drüben. Das mache ich mal mit euch allen hier. Da wird es eventuell noch ein bisschen brenzliger, aber ich denke mal, auch da sollte die Sache dann schon passen. Die Flugeinheit jedenfalls können wir bestens empfangen. Da freue ich mich schon drauf. Das wird sicherlich ganz spaßig, aber da unten müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Ist halt die Frage, ob er sich für den Hund entscheidet oder nicht. Aber wenn er das Dorf angreift, dann hätten wir ja quasi vom Dorf ausgehend, also von hier aus, hätten wir 1, 2, 3, 4, 5. Na, und da hätten wir auch 1, 2, 3, 4. Und hier hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, leider. Etwas bedauerlich, wenn er von unten angreift. Also das Tribok ist nicht mal hundertprozentig sicher, dass ich da wirklich angreifen kann, verlässlich. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Da geht die Linie so durch. Wäre aber ideal natürlich, wenn sie eins weitergehen würde, sodass sie hier das hier noch umschließen würde. Schade. Wo man sich auch wieder die Frage stellen kann, ob es nicht dann doch klüger wäre, das Ding nach oben abziehen zu lassen. Was mir fast so erscheint, aber ich bin mir nicht sicher. Wir haben so viele Leute oben. Ob das wirklich das klügste Vorgehen ist? Bisschen umstritten gerade. Geh mal doch eins weiter. Oder vielleicht sogar wirklich damit hin. Wir wissen ja noch immer nicht, wie er sich entscheiden würde. Von daher, ach wartet mal, Moment. Nein, das sollte ich nicht machen, Vorsicht. Aber zumindest mal hier hin. Wir wissen ja auch nicht, was da unten vielleicht noch spawnen könnte. Dann passt die Sache, Leute. Okay, hoffen wir mal, dass wir die Mission erfolgreich zu Ende bringen. Das hier ist einfach die Dauerschleife, die abläuft, das kennen wir. Wird immer wieder eingerissen, aber das Gute ist, dass das Ding sich dadurch nicht wirklich weit bewegt. Ich bin eigentlich sehr froh, dass er von dort angegriffen hat. Jetzt war er doch mal nicht so schlau. Und das hat auch nicht geklappt. Ja gut, jetzt nehmen sie es zwar ein, aber... Sehr gut, okay. Alles läuft wie geplant immerhin. Weil das wollte ich auch extra machen. Dass wir den anlocken, dass es ein bisschen schneller einfach geht. Da wird es nochmal interessant eventuell, aber auch hier haben wir natürlich genug Alchemisten vor Ort. Ich hoffe nur, es spawnen jetzt keine mehr. Er hält sich für den Größten, nur weil er so prächtig und majestätisch ist. Wir werden es ihm schon zeigen. Alter Schwede, das geht halt immer noch weiter. Ich hätte es nicht gedacht, Leute. Absolut nicht.
scheint der letzte Ansturm zu sein. Machen wir sie fertig und retten diese Siedlung. Also wirklich mit Abstand die längste Mission. Ohne Frage. Boah, Vorsicht, nicht aus, was wir den Zug beenden. Oh Gott. Das wäre jetzt so das Schlimmste, was passieren könnte. Ja, leider kann ich hier nicht direkt angreifen. Das wäre natürlich ganz praktisch. Und ein Triborg hat da den Vorteil, wenn es dann schon steht. Weil ich müsste meinen Triborg erst hinfahren. Ist schon clever, ne? Ist schon clever. Ganz schön gemein. Aber egal, ist auch nicht so schlimm. Die Dauerschleife kann ja immer noch ablaufen von mir aus. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Ah, doch, der kommt dann an unseren Alchemisten ran. Ich glaube nicht, dass sie sich direkt gegenseitig auslöschen würden. Immerhin. Und das hier reicht ja einfach so direkt aus, ja. Sind quasi einfach die effektive Einheit dagegen. Sehr praktisch. Also einmal schnell ausgelöscht. Unten scheint ja auch alles zu passen. Und du hast dich jetzt... Oh nein, du hast dich doch nicht so blöd in den Range gestellt, wie ich dachte. Ich dachte, er hätte sich blöder angestellt, um ehrlich zu sein. Ich könnte dich mit einem Alchemisten vorher noch healen, bevor ich den Crit raushaue, ne? Es wäre eventuell angebracht, allerdings ist sonst niemand großartig angeschwächt. Und oben brauchen wir gerade die anderen Alchemisten. Was wir aber machen könnten, wäre, wenn wir zum Beispiel hier das Kreuz dann bauen. Da hätten wir sogar einen vollgehielten Alchemisten wieder vor Ort. Gut, dann ist halt wirklich nur das Dorf da unten etwas problematischer. Das stimmt, das wäre das Einzige, was wirklich gerade etwas heikel ist. Die Situation da unten spitzt sich etwas zu. Aber baue ich jetzt noch einen zweiten Pikenier, sollte die Sache eigentlich auch erstmal einigermaßen unter Kontrolle sein. Ich denke, das kann man machen, ja. Ja, guckt euch das an, ich meine, das sieht wirklich nicht so schlecht aus. Auch wenn im Idealfall natürlich noch einer zu healen wäre. Erstmal sehen, mit 9 machen wir halt 81, ne, das ist halt schon fast ausreichend, aber halt auch nur fast. Aber ich hätte gerne oben halt wirklich jemanden dann, der gleich sich voll ins Zeug legen kann. Weil das wird nicht direkt reichen, das ist schon klar. Eventuell müssen wir sogar wirklich eine Doppelheilung vollziehen, um das Maximum aus der Situation rauszuholen, wenn ich mir das so angucke. Das sieht für mich fast ein bisschen danach aus. Wenn ich jetzt erst dich zum Kampieren da reinschicke, dann wirst du ja schon mal ordentlich geheilt. Könnte man sagen, ja. Aber die Doppelheilung ist vielleicht auch klüger. Dann müsste der Typ auf 5 Punkten wenigstens wieder sein. Dann bist du schon mal sehr stark angeschwächt. Zumindest. Der hier könnte halt hier sogar einen Crit rausholen, aber es bringt ihm halt absolut gar nichts gerade. Dafür ist er zu angeschwächt. Ist die Frage, wie viel wir rausholen an Punkten. Da drüben, da denke ich, wird nicht so viel passieren. Ist mehr als genug auf jeden Fall vor Ort, was eingreifen kann immer wieder. Wir können uns hier schön in den Wald noch stellen. Da wird nicht viel passieren. Das sollte klar sein. Also die Situation haben wir schon unter Kontrolle. Und hier wäre es eventuell einfach mal klug, jetzt allmählich wirklich so ein bisschen einen Push zu versuchen. Auch wenn der Golem jetzt natürlich gleich was umboxen wird. Wenn der Golem aber erstmal weg ist, dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Ja, und hier ist halt wirklich sehr, sehr, sehr problematisch alles. Das gefällt mir nicht gerade. Warte mal, Cesar, machst du echt nur so wenig? Ah nee, ich habe gerade den falschen angewählt. Dachte schon. Ja gut, ein Triborg wird dann auch nicht sofort töten, vor allem wenn er nicht auf Maximalrange ist. Dann müssten wir nur noch vom Golem weg sein. Das geht auch gerade so, also ich hätte gerade so diesen Zug, wo ich wirklich sagen könnte, okay, wir packen jetzt mal Cäsar daneben. Ich meine, der wird sicherlich Cäsar angreifen, das ist überhaupt keine Frage, ne? Aber kritische Treffer hat er ja nur bei Max Reichweite und das wären dann nur 1, 2, 3. Da müsste er schon hier stehen. Also es wird ihn nicht umboxen, es wird nur ein bisschen wehtun, das ist klar. Da der Alchemist aber in der Nähe ist, nicht die größte Schwierigkeit. Das hätten wir, wenn dann schon eher hier, wo wir so ein bisschen stärker überlegen müssen, weil wir leider nur 95% machen. Nur in Anführungsstrichen, aber ja. Ist halt nun mal nicht ausreichend hier. Den hätte ich doch anders aufstellen sollen, aber egal. Der mit seinen lausigen einen Trefferpunkt wird fast nichts bewirken können. Da haben wir also auf jeden Fall den Vorteil nochmal auf unserer Seite. Aber im Prinzip ist die kritische Situation wirklich nur hier gegeben, würde ich sagen, ja. Das ist so das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, okay, da wird es problematisch. Wo wir auf jeden Fall mit einem Doppelheal arbeiten sollten. Ja, pass auf, mach das doch mal.
Genau, schon geht's ihm wieder super. Das sind aber nur 90% leider. Ja, ist halt trotzdem, es ist trotzdem nicht so krass. Aber wenn wir jetzt alle zusammenarbeiten, sollte es doch einigermaßen vielversprechend sein, oder? Oh, ah, er hat den Highroll bekommen, oh. Das ändert vielleicht ein bisschen was, tatsächlich. Aber du kommst halt nicht mehr ran, okay. Aber nochmal kurz, die komplette Alchemistentruppe darf sich nochmal heilen hier. Das ist trotzdem immer noch sehr sinnvoll, denke ich mal. Ja, das ist auf jeden Fall ganz gut. Wir sind jetzt auf 59 und der kommt da nicht hin, also auf jeden Fall etwas, was wir problemlos machen können. Und der kommt da glücklicherweise auch nicht hin. Wir sehen, dass ein weiterer Golem gespawnt. Ach du meine Güte. Aber es hieß, das ist die letzte Truppe, also im Prinzip sollte das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Hoffen wir mal. Dich kann ich eigentlich direkt abfangen, oder? Ich weiß nicht, ob du mich einfach meidest, wahrscheinlich schon. Vielleicht bist du oben auch etwas sinnvoller. Aber ja, so Alchemisten-Heals sind gar nicht die schlechteste Wahl aktuell. Wenn ich jetzt kampiere, kann ich keinen weiteren Pikenier ausbilden. Und hier haben wir ganz klar den Vorteil, wenn wir das können. Keine Frage. Es ist nichts mehr irgendwie drüben gespawnt. Stattdessen haben wir da drüben so ein paar Aeronauten. Das heißt, jetzt ziehen wir uns mal wirklich nach da drüben mit den Dörflern zurück. Weil da könnte es eventuell nochmal heikel werden. Kann ich noch schlecht einschätzen. Heißt aber auch, wir können jetzt allmählich mal solche Einheiten auch abziehen lassen. Und da brauchen wir jetzt alle Verstärkungen, die wir kriegen können. Tribok hingegen würde ich gerne nach oben stellen eigentlich. Jetzt, wo ich den Golem gesehen habe, natürlich doch die bessere Wahl. Genau, aber wir haben ja im Prinzip wirklich alle Zeit der Welt hier, müsste man meinen. Ich glaube auch nicht, dass das so leicht nochmal eskaliert, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall ein Pikenier hier ausbilden. Ja, ich gehe mal in den Wald daneben noch. Auf jeden Fall erstmal noch recht harmlos, aber gleich passiert da ein bisschen was. Ist mir schon klar. Du kannst auch da noch rein. Nicht, dass es gerade wichtig wäre, aber wir wissen ja nicht, vielleicht ändert sich da ja irgendwas an der Aufstellung. Wir können davon nochmal Gebrauch machen. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß nicht, wie der sich entscheiden wird hier. Wahrscheinlich fliegt er zum Dorf hin, würde ich jetzt vermuten. Müssen wir auch noch beobachten, einfach nur. Dann wäre es aber fast am sinnvollsten, wir gehen einfach mal hier hinein. Und die Ressourcen sind aktuell gar nicht so wichtig. Haben wir schon beobachtet, das ist schon in Ordnung so. Gut, dann wird es jetzt hier natürlich ganz lustig. Scheint mir trotzdem am sinnvollsten zu sein, ein bisschen zu pushen. Ja, ich meine, da wird man nicht drum rumkommen. Erstmal. Da passiert jetzt eben ein bisschen mehr. Das hier reicht dann halt leider auch nicht. Wenn ich dich jetzt allerdings wegstelle, haben wir dann keinen Heal mehr für Cäsar. Weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Weil dieser total angeschwächte Pikenier kann mir erstmal auch relativ egal sein. Solche Einheiten sind da schon problematischer. Aber wahrscheinlich stürzen sich eher erstmal alle auf Cäsar, aber ist egal. Solange der Golem da nicht hinkommt, passt das. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, da kann auch nicht mehr auf dieses Feld drauf, das ist in Ordnung. Passt, können wir machen. Dass der schon mal umgeboxt wird hier. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn der das Feld frei macht, also Vorsicht, könnte er noch hier angreifen. Schön das Dorf von unten besetzen. Der muss sich ja erstmal umstellen, davor kann der Golem niemanden angreifen. Das heißt, der Pikenier könnte dann auch nicht mehr zum Beispiel da angreifen. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir können mich direkt mit dem Ding weiter ausrücken. Aber wenn er jemanden angreift, dann wird er wahrscheinlich hier angreifen. Oder er stellt sich halt davor. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Der steht eigentlich schon genau richtig, falls er das vorhat. Und wenn er sich jetzt umstellt, kann er sich maximal ein Feld nach da drüben stellen. Dann wären es 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich bin mir ziemlich sicher, der Pikenier verschwindet und dann stehen wir schon genau richtig. Ich hoffe es ehrlich gesagt auch einfach mal. Das wäre schon ganz nett. Wie sieht es mit deiner Groove-Aufladung aus? 60%, na das sieht doch schon um einiges besser aus. Vielleicht können wir hier nochmal einen Extrazug irgendwie generieren oder so. Könnte auch noch eine Option sein. Das ist jetzt die letzte Einheit, wir lassen ihn mal...
Gehen wir in die Berge. Ich glaube, es ist auch etwas sicherer noch. Bauen können wir keinen, also gut. Es sollte ja wie angekündigt die letzte Verstärkung sein. Das wird wehtun, sollte aber nicht zu dramatisch werden. Ja, es nervt ein bisschen und das war's auch schon. Das hier wird auch ein bisschen nerven. Aber hat niemanden umgehauen direkt. Oh, da ist auch ein Ritter gespawnt. Interessant, er hat sich tatsächlich einfach daneben gestellt. Witzig. Ich sag's ja, die KI ist echt undurchsichtig in diesem Spiel manchmal. Lieber auf den Kommandanten nochmal losgegangen, ne? Das ist doch dann meistens das eindeutige Ziel. Doch das probieren sie immer noch zu gerne. Ja, ich meine, das hier, das dürfte sich automatisch erledigen. Wir sollten aber, glaube ich, dieses eine Dorf erstmal in Ruhe lassen und uns tatsächlich zurückziehen. So wie ich das sehe. Das mit Cäsar, das wird unschön. Okay, jetzt können wir tatsächlich unten, glaube ich, mal ein bisschen durchrushen, oder? Wie sieht's da so aus? Einigermaßen okay, würde ich sagen. Wenn der Pikenier da vorgestellt wird, wenn wir da die Hunde benutzen, ich denke, dann ist das ganz in Ordnung. Wenn wir das nicht sogar erstmal so machen können, dann müssen wir nur aufpassen, dass wir dich auch entsprechend schützen, aber ich glaube, das wird schon machbar sein. Genau, das kriegen wir hin, denke ich, das kriegen wir hin. Du kannst ihn leider nicht umstellen von dort, das ist schlecht. Aber 1, 2, 3, 4, 5, nee, das wird auch nicht klappen, schade. Egal, dieser Ritter, der kann oben nicht mehr wirklich gebraucht werden, also in diese Richtung mit dir, ja. Dann bist du ja doch noch nützlich gewesen, na sowas. 59 ist doch ordentlich. Ihr hattet auch eure Probleme mit Hunden, das weiß ich schon. Aber der Pikenier wäre natürlich gegen den anderen wiederum etwas besser geeignet. Und ich meine, hier hat er nicht wirklich das große Sagen. Der olle Alchemist. Da wird er ein bisschen leiden. Das ist allerdings etwas zu viel von den Verlusten, wie ich finde. Geht das auch besser? 40-40 ist halt auch... Fühlt sich nicht gut an gerade. Aber vielleicht kriegen wir das Dorf zumindest trotzdem leer. Na, das ist jetzt auf 26. Da müsste ich nochmal... Achso, ach stimmt, du bist umstellt. Ha, richtig, das geht natürlich auch. Gut. Ja, du wirst das Dorf angreifen, versuchen. Beziehungsweise wahrscheinlich hattest du den Tribox sogar auf dem Schirm. Oh. Na ganz, ganz toll. Da ist uns auch schon wieder jemand zuvor gekommen. Super. Gut, hier ist die Eskalation allerdings voll und ganz am Start. Das ist nicht so lustig. Da er sich nicht so bewegt hat, wie ich das gerne gehabt hätte. Können wir überhaupt viel bewirken hier? Das ist sehr fragwürdig. Ich denke, wir können ihm zumindest einiges an Schaden zufügen. Aber wir selbst werden auch ganz schöne Probleme kriegen. Ich meine, das ist dann unten auf so wenig nur noch. Autsch, das ist halt ein Golem. Das war ja mal wieder klar. Der haut rein, der Typ. Der macht mächtig Ärger. Wobei wir auf die Art und Weise vielleicht auch einfach den Weg abschotten können jetzt. Unten kann ich ja glücklicherweise noch dem vollen Tribok-Range entkommen. Wäre in den Bergen einigermaßen sicher, will es aber nicht auf die Spitze treiben. Da ist mir doch zu viel. Lieber den taktischen Rückzug wagen. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Das ist doch etwas zu viel gerade, was da durchkommen möchte. Warte mal, wenn du weg wärst. 1, 2, 3, 4, 5. Schade. Ärgerlich. Aber dich kriege ich auf jeden Fall platt. Ja, nimm ruhig einen etwas angeschwächteren Alchemisten dafür. Das ist trotzdem so viel Schaden, dass der wahrscheinlich danach nicht mehr viel zu melden hat. Auch wenn wir es nicht direkt lösen können, sollte er zumindest den Ritter auch nicht umboxen. Beziehungsweise hat er eh 2,5 Range. Das heißt, wenn man ihn umstellt, ist es sogar relativ egal. Und wir sind hier immer noch in Sicherheit, also... Eigentlich ganz gut gelöst, würde ich behaupten. Genau, und noch ein bisschen absichern, aber genau, auch hier nochmal ein bisschen aufpassen, dass wir gerade so in den Range gehen, aber eben Vorsicht walten lassen, immer noch. Genau, und hier sind wir in Sicherheit, dass wir später den Golem da oben auflauern können. Alles in Ordnung. So schlimm ist das dann alles nicht. Und hier eben einen taktischen Rückzug erstmal. Da ist der Golem halt echt etwas zu krass. Ich werde ihn jetzt mit dem Pikenieren tatsächlich ein bisschen in Schach halten.
Ich glaube, wir machen das auch wirklich extra jetzt. Dass wir halt zumindest so ein bisschen Schaden durchbringen können. Ja, das hier ist mal. Das ist einfach zu gruselig. Das gefällt mir einfach nicht. Wenn ich jetzt den Alchemisten da vorstelle und mit dir nochmal Cäsar heile, können wir immerhin ganz gut entkommen. Würde ich sagen. Beziehungsweise, ich könnte mich auch angreifen lassen, da sonst niemand rankommt. Das stimmt sogar. Das müsste korrekt sein, ja. Dann heilen wir hier auf jeden Fall. Weil die gute Sache ist, ich habe hier noch mehr Einheiten, die jetzt auch gleich nach oben tatsächlich ausrücken könnten. Wir könnten sogar einen weiteren Heal raushauen, was an der Stelle echt praktisch wäre. Dann passt mal auf, Moment. Achso, dich kann ich nicht dazustellen. Weil ich würde mich schon ganz gerne, wobei ich kann mich selbst sowieso nicht mithealen, ne? Wartet mal. Ja, das wäre das Maximum. Na gut, okay, von mir aus, dann ist es halt so. Aber der würde jetzt wahrscheinlich nach unten rennen und weder die Harpie noch der erreicht uns, also dürfte das erstmal in Ordnung gehen. Ich meine, du hast jetzt natürlich deine Probleme, das ist schon klar, der wird wahrscheinlich rausgezogen einfach, also können wir auch gleich nach unten. Beziehungsweise, um das Tribok zu schützen, bleibst du mal noch hier in Range. Wenn der jetzt hier angreift, 1, 2, 3, 4, 5, wäre immer noch in Ordnung. Dann schütze ich das Tribok zumindest nochmal mit einem Hund. Ich glaube zwar nicht, dass er es probiert, aber wir werden sehen. Okay, okay, sehr gut. Das hier sollte eigentlich schon in Ordnung gehen. Deswegen rücke ich jetzt mal mit dir aus stattdessen. Genau, wenn der Kommandant immer schön geheilt wird, sollten wir ganz gut durchhalten. Und das hier reicht in der Tat aus. Nächster Alchemist, der nach oben abgezogen wird, weil unten alles in Ordnung ist. Gut so. Ja, und hier habe ich ja gemeint, solange ihr hier in der Mitte jetzt bleibt, solange keiner mehr spawnt, alles in Ordnung. Dann kein Überraschungstrupp kommt. Passt das schon. Ach, jetzt können wir hier nicht mehr heilen, aber das ist auch nicht so wild. Ich sag mal, das passt schon. Und wenn, dann bräuchte ich auch dich eigentlich fast eher unten, witzigerweise. Was wir auch gleich relativ easy wahrscheinlich machen können. Denn hier ist ja auch noch zusätzlich einer und das sind mehr als genug Alchemisten, um, denke ich, alles in Schach zu halten, was da noch auf uns zukommt. In deinen Range möchte ich natürlich auch nicht reingeraten. Also machen wir das Ganze so. Ja, und das hier ist quasi jetzt einfach nur der, der so ein bisschen das dazwischen stellt. Tut mir leid, Opfer müssen auch gebracht werden manchmal. In dem Spiel darf man das ja auch. Und oben sparen wir uns lieber mal das Geld. Wir brauchen jetzt eher mal Heals, glaube ich, um mit unserem Kommandanten zu arbeiten, der jetzt einen Groove auch ready hat. Und ich habe es ja fast gedacht, dass der Golem hier angreift. Da aber sonst niemand rankommt, sollte das in Ordnung gehen. Dann ist das halb so wild. Tut zwar weh, aber das tut ihm auch mächtig weh. Und ich denke, das war auf jeden Fall cleverer. Ah ja, ja gut, das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Klar, natürlich kann man hier massiven Schaden nochmal durchkloppen. Reicht das überhaupt mit dem Dorf? Jo, hat gereicht. Na gut. Klar. Jetzt gibt es nochmal mächtig Ärger. Da kommt die volle Belagerung. Aber auch von unserer Seite wird jetzt mächtig belagert. Also kein Grund zur Panik. Ja, und die wissen nicht so wirklich, was sie tun sollen, ne? Das ist ganz witzig. Die ziehen sich lieber alle zurück immer. Auch wenn es mich auf Dauer dann doch etwas nervt, wenn die sich einfach zurückziehen. Aber das hier klappt jetzt vor allem. Da bin ich doch sehr froh. Unsere Riese, unser kostbarer Riese, böser Hund. Nicht schon wieder. Ja, ja. Und diese Mission, ich glaube, es läuft eigentlich wirklich fast schon auf 2 Stunden raus. Krass. Richtig krasse Sache. Pass auf, jetzt hier mal heil nochmal. Ist auf euch auch etwas wichtiger. Schwupp. Genau. Dann kannst du die nämlich kaputt bashen. Und jetzt ist ja auch der Groove endlich mal ready. Dass man das auch noch ganz gut eventuell ausnutzen kann einfach. Direkt hier nicht unbedingt, oder? Ist da noch eine Möglichkeit gegeben, dass wir das Dorf einnehmen? Nee. Also wir können das jetzt schlecht kombinieren, sagen wir es mal so. Du wärst da längst gerade fast als Einheit brauchbarer. Auch wenn ein Ritter natürlich mächtig reinhauen könnte. Weil wir machen ja jetzt schon 31. Das heißt, wenn du die Vorarbeit leistest, sollte es eigentlich reichen. Wir sind ja auf Minimal-Range und du kommst noch gar nicht ran. Ist also immer noch in Ordnung, ohne einen Groove zu arbeiten erstmal. Und das Ganze auf die Art und Weise zu lösen, denke ich. Ich denke schon, dass wir danach genug Schaden machen würden. Der ist ja auf satten 9 Punkten eben. Oh, nicht mal, okay. Aber vielleicht reicht es dann mit dem Hund zusammen aus. Und ich sag's einmal,
Wie immer, ein bisschen Verlust ist ja in Ordnung im Spiel. So, du bist jetzt auf satten 7%. Hm? Oh, 4%, wirklich. Meine Güte. Gut, du kannst auch nicht mehr wirklich viel bewirken, das ist das andere. Das Hündchen, das würde wahrscheinlich nur von der Harpy erledigt werden. Dann müsste ich jetzt hier highrollen, um das zu schaffen. Na, sowas aber auch. Ah, achso, nur das Dorf ist in Nähe. Können wir aber auch mal erledigen, wenn wir das möchten. 56. Wenn wir hier nochmal kurz heilen, passt das. Glaube ich ganz gut, oder? Dann bist du schon mal voll geheilt und du machst jetzt 74. Das sieht schon besser aus. Ach, wartet mal. Oh, schade, nein. Reicht mal wieder um ein Feld nicht aus. Das ist meistens immer ein Feld. Da oben will ich jetzt nicht... Ah, wobei, der flieht uns sonst wieder, ne? Oh, das ist auch nervig. Wenn ich jetzt den hier erledige, dann steht er wahrscheinlich irgendwo hier dann. Danach, das ist auch ungünstig. Doof. Richtig, richtig doof gerade. Aber gut, ich glaube mal, wenn wir hier ein bisschen reinhauen, sollte die Sache auch einigermaßen passen. Schützen wir also einfach mal ein bisschen unseren Tribok von drei Seiten. Kümmern uns um das Dorf hier. Ja, das ist in Ordnung. Mal gucken, was ihm einfällt. Aber ich glaube, viel Spiel hat er da auch nicht gerade. Beziehungsweise, ich kann mit euch auch versuchen, das eins zu nehmen. Ich weiß nicht, ob so eine Harpie das erledigen kann direkt. Ja, wir sollten es lieber noch schützen, solange ich das nicht in Erfahrung gebracht habe. Weil das brauche ich für den Golem auf jeden Fall. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist Pflicht. Gut, Ritter können leider nicht einnehmen. Auch immer ein bisschen schade. Was ich etwas komisch finde. Warum können die das nicht? Ich meine, naja, egal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne? Also wenn ich jetzt hier stehe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quatsch. Moment. Ich müsste hier stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, so weit kann ich ja gehen. Meine Güte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ja. Ist schon richtig. Muss uns da hinstellen. Wenn überhaupt. Grundgütiger. Da drüben kommt nichts mehr. Also können wir auch da mal gucken, dass wir zumindest nach oben aufschließen. Und jetzt erstmal die Leute noch gar verfolgen, die zurückgeblieben sind. Oh, ätzend, sag ich euch. Ja, den könnte ich aber wegcritten. Dann werde ich ja wahrscheinlich auch weggecrittet. Wenn ich den nicht irgendwie ungünstig den Weg versperren kann. Hm. Nicht so wirklich, ne? Der kommt da immer noch durch. Aber egal, wenn ich dich rauslocken kann, spart das Zeit. Ich will dich doch einen Zug verschwenden. Ich hätte dich aber vielleicht vorher healen sollen. Das wäre nicht unbedingt unvernünftig gewesen. Aber auch hier können wir zumindest da noch ein Healing-Kreuz reinnehmen. So ein bisschen was bewirkt. Einmal kurz besetzen. Die Hunde noch kurz ausschwärmen lassen. Dass da einfach alles vor Ort ist. Und du kannst aber wiederum nach oben raus. So, okay. Kannst du noch irgendwas bewirken? Ich glaube, das wird ein bisschen schwer, ne? Aber da wird wahrscheinlich auch keine Alchemisten töten können, also stell dich mal ruhig hier dahinter. Der dürfte da ja nicht mehr durchkommen, wenn ich das Dorf hier blockiere, weil vom Dorf aus kann man da nicht angreifen. Also quasi einfach nur eine Art Schutzwall, genau. Und dann, selbst der Erzfeind der Alchemisten sollte nicht so schlimm sein, wenn er derart angeschwächt ist. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Das ist in dem Fall wohl auch nicht weiter verwunderlich. Und in der Tat sind die da doch recht effektiv. Man sollte doch etwas aufpassen. Wahrscheinlich kann er critten, oder? Ja, gut. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, aber mein Gott. Gut zusammen darauf, was nicht mal reicht. By the way, das finde ich schräg. Aber da kommt schon wieder was angerollt. Meine Güte. Aber ist ja nicht so, als wären wir hier unvorbereitet. Ich denke mal, wir können trotzdem mächtig reinhauen, gerade mit so ein paar Heals. Pass auf, jetzt nimm doch mal den aus dem Spiel, bitte. Der ist auch sehr ätzend. Da kommen wir gerade irgendwie nicht ran, das ist auch nervig. Aber wir können hier unten, glaube ich, auch noch auf jeden Fall uns um dich kümmern. Ja, das kriegen wir hin.
So, Hündchen. Verfolgt ihn. So, einer tot. Der nächste ist auch gleich weg. Und dann haben wir es auch gleich geschafft, denke ich. Viel kommt ja nicht mehr. Wenn es nicht schon die letzte Runde ist, aber ich glaube, es scheitert tatsächlich an dieser einen Harpie, die jetzt gerade einfach total blöd rumsteht. Da haben wir einfach keine Mittel, die gerade vernünftig abzufangen, leider. Wobei ja auch das noch etwas unsicher ist. Aber das ist genug Schaden, den ich auf jeden Fall mal mitnehmen möchte. Du kannst noch einnehmen zumindest, das kannst du aber auch. Du stehst halt gerade einfach nur blöd rum. Also es wäre schon sinnvoll, wenn ich das Ding erledige, was ich mit einem Crit sicher nach einer Healing-Aktion noch hinbekomme. Darauf vertraue ich jetzt einfach mal. Na, das kriegst du doch hin, oder? 53, das ist easy möglich. Gut so. Du hast jetzt noch einen Wald, den du durchqueren könntest. Und da wird es auch ein bisschen unschön eventuell dann. Na, gucken wir mal, ob wir dich da rüber kriegen. Wir besetzen tatsächlich mal. Okay. Gut so. Dann stelle ich mich dich hier hin. Und unten sollten wir irgendwie versuchen, noch einen Alchemisten auszubauen. Nur, dass wir noch ganz schnell irgendwie die Lage unten gerettet bekommen. Sonst wird das, glaube ich, sehr nervtötend auf Dauer. Da könnte ich eventuell dann Cäsar reinstellen. Müssen wir mal gucken. Er hat hier schon mit dem Groove, denke ich, arbeiten. Ah ja, von hier aus in den Bergen vielleicht auch angreifen. Ja, klingt jetzt sinnvoll erstmal. Kann man so machen. Du kannst gerade niemanden angreifen in der Nähe. Da haben wir leider einen etwas blöden Range gerade so. Wenn er jetzt hier nochmal ein Healing-Kreuz aufstellt. Aber Moment, ich wollte einen Alchemisten ausbilden. Das sollten wir mal sein lassen. Arbeiten wir lieber irgendwie mit dem Groove zusammen. Wenn jetzt hier jemand angreift zum Beispiel, kann man den Groove doch schon ganz gut ausnutzen, denke ich. Wobei, naja, ich würde ganz gerne das Dorf noch einnehmen. Hm. Doch, wenn ich jetzt das Dorf einnehme, passt das doch. Wartet. Noch einmal so, ne? Genau, dann kann ich immer noch wahrscheinlich später den anderen Typen aus dem Spiel nehmen, ohne Probleme. Warte mal, wie weit bist du im Range eigentlich, wenn ich dich da hinstelle? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, schade. Wir wollen natürlich Cäsar... Oh, wir können dich gar nicht dazwischen stellen, aber wartet mal. Von hier aus, 1, 2, 3, 4, 5. Hm. Aber es wäre sehr wenig Schaden. Trotzdem kann ich dann zumindest noch einen Angriff rauslocken. Weil die andere Situation ist wahrscheinlich sowieso unter Kontrolle. So wie ich das einschätze. Also gut. Aber du bist noch weit genug weg. Naja, genau. Also er kann uns zumindest nicht angreifen aktiv. Ah, ohne Healing-Kreuz komme ich halt unten nicht an die Harpie. Das ist also, wenn ich das jetzt einsetze, das will ich halt nicht riskieren. Also lieber die Inspiration rausklatschen. Inspiration! Sehr gut, wunderbar. Okay, es sind nur 5%, aber da kann halt auch nicht kontern. Immerhin noch ein bisschen Schaden. Ja, zumindest bist du dann weg und... ist nicht ganz so fatal, weil ich denke mal, danach räumen wir dich schon noch gar weg. Kein Thema. Ist halt gerade nur etwas nervig, die Gesamtsituation so. Aber was soll's. Wie auch immer du dich jetzt entscheidest, wen du rausnehmen willst, ist mir relativ egal. Stattdessen... ja, du musst auf jeden Fall nach oben. Und wir bilden jetzt noch einen Alchemisten aus und die Sache passt. Denke ich mal. Genau, ihr seid immer noch alle in Sicherheit. Letzter Zug hoffe ich doch mal. Ah ja, er geht aufs Dorf los, sehr schön. Das kannst du von mir aus machen, das stört mich kein bisschen. Auch hier... ah ne, das war Cäsar, ne, er hat das Dorf tatsächlich geräumt, lol. Na gut, wenn du meinst. Ey, das gibt es nicht, oder? Du bist nicht schon wieder, wow, wir dürfen noch eine Runde verschwenden, deswegen... oh nein, das kostet mir wahrscheinlich den S-Rang. Dieses dumme Ding hier, ich krieg die Krise. Dieser nervige Aeronaut, ne? Jetzt ist das schon wieder nur ein Feld weitergegangen. Ich krieg die Krise. Keine Chance. Keine Chance, nee. Genau für den Fall hätte ich echt eine Balliste noch aufstellen sollen, verdammt. Oh, das ärgert mich, weil die Mission nochmal spielen, das wird ein Gefrickel, ne? Um die auf S-Rang dann zu kriegen.
Jetzt weiß man natürlich genau, was einer erwartet. Die Mission war unerwartet, jetzt natürlich auch so ein bisschen, Gibt Schöneres, auf jeden Fall. Gibt Schöneres. Ohne Frage. 31 sind es jetzt schon. Ja, pass auf, wir sollten auch alle Ressourcen darin investieren. Es ist nur dieser dreckige Aeronaut, mehr ist es nicht. Kann es sein, dass es so undeutlich gemacht ist? Weil es waren ja zum Beispiel nur 10%. Kann es sein, dass man nur in der Mitte 20% regeneriert? Das kommt mir nämlich auch schon wieder so vor. Aber gut, wie auch immer. Du selbst machst ja 11%. Okay. Pass auf, dann mach das nochmal, weil ich will das jetzt hier zumindest genug beschleunigen, dass das klappt. 82 sieht doch gut aus. 11%. Oh Gott, du musst highrollen. Na, viel Spaß dabei. Das zieht sich wahrscheinlich auch gleich wieder zurück. Um den Frust nochmal zu steigern, weil es so viel Spaß macht. Oh Mann, meine Nerven. Also, pass mal auf, ja. Du elende Harpier hier, ich krieg die Krise. Hauptsache nochmal schön alles besetzen. Ich meine, das darf dann schon auch sein, aber Frust ist jedenfalls am Start. Genau dafür. Ätzend. Im Prinzip hätte das echt der letzte Zug problemlos sein können. Hätte sich das Ding ein bisschen anders entschieden. Okay, und ich glaube, beim Tribok habe ich auch ein bisschen schlecht die Zufallsrolls gehabt gerade. Das hätte man bestimmt auch wegbekommen können. In einem relativ gut gehielten Tribok, glaube ich, wäre das drin gewesen. Na gut, jetzt ist ein Zug mehr und lasst mich raten, ein Zug zu viel für S-Rang. Weil das wäre natürlich so das I-Tüpfelchen, um mich ganz gar zu triggern. Also raus mit dir, raus. Weg. Geh einfach weg. Danke. Okay. Und du bist jetzt auch erledigt. Blöder Aeronaut, ich krieg die Krise, Leute. Oh Gott. Die Mission war tatsächlich, also ich fand sie für meinen Geschmack schon fast etwas zu lange. Hat sie halt sehr gezogen, wirklich. Sehr langwierig alles. Ja, es ist dann sicher nicht die schwerste Mission. Das auf keinen Fall, aber manche Verstärkungen kommen an sehr ätzenden Punkten, sagen wir es mal so. Uah, hätte klar sein müssen, dass wir keine Chance haben. Seht doch nur, wie königlich er wirkt. Lasst uns von hier verschwinden. Danke, Hund. Alles klar, wie immer. Cäsar, da bist du ja. Komm, mein Kleiner, es ist Zeit für deinen Fressi. Meine Güte, lass mich raten, das ist jetzt... Oh mein Gott, das ist ein S-Rang. Ja, juhu. Och Gott. Ich habe so Angst gehabt, weil das so lange gedauert hat. Ach du meine Güte. Wirklich, ich habe jetzt gedacht, das wäre der letzte Zug. Das waren jetzt auch 21 Züge. Weil ich dachte wirklich, so 20 klingt auch wieder nach einer realistischen Grenze. Oh Gott. Oh Gott. Nein, die kann mir gestohlen bleiben, die Mission. Nie wieder. Einfach, weil sie nervig war. Sie war nicht schwer, sie war aber super nervig. Und ja, hat sich gezogen. Ihr seht es ja selbst. Ne? Das waren ja so gut 1,5 Stunden, beziehungsweise 1,40 ungefähr sogar. Also ja. Insgesamt. Mein Gott, aber sie ist geschafft auf S-Rang. Alles super, wunderbar. Nächste Nebenmission wird hoffentlich wieder etwas kompakter. Das wäre ganz angenehm, sagen wir es mal so. Aber nun gut, wie auch immer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part.